Was Sie jetzt sehen werden, ist Geheimsache. Buten und Binnen ist es gelungen, in eine streng abgeschirmte Halle zu gelangen, in der geheime Tests gemacht werden. Eine Halle, für die die Stadt Bremerhaven sogar geltende Höhenbeschränkungen aufgehoben hat. Die Halle muss auch sehr hoch sein. In ihr testet der Windanlagenbauer Areva Windturbinen für Windkraftanlagen, die einmal in der Nordsee stehen sollen. Einzelheiten soll die Konkurrenz nicht spitz bekommen, Sven Weingärtner aber durfte spicken. Diese Maschinenhäuser sind für einen Windpark vor Borkum. Sie haben den Test schon hinter sich und warten darauf, dass sie ausgeliefert werden. In der 20 Meter hohen Halle ist der Teststand gut versteckt vor den Augen der Konkurrenz. Um keine Firmengeheimnisse zu verraten, dürfen wir nicht alle Einzelheiten zeigen. Ob die Maschine so läuft, wie sie laufen soll, wird im Kontrollraum überwacht. Jede einzelne Gondel wird vorher gecheckt. Um die Zeit bei der Inbetriebnahme draußen einzusparen, und außerdem erhöhen wir damit die technische Sicherheit des Produktes und würden technische Ausfälle, Fehler im Vornherein finden und beheben können. In der Halle läuft gerade ein neuer Test an. Auf 15 Umdrehungen pro Minute wird der Rotor ohne Blätter beschleunigt. Unter Volllast kann die Anlage später 5.000 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Also ein Test ist sehr aufwendig. Während dieses Tests werden sehr viele Daten mitgeschrieben. Temperatur vom Getriebe, die Spannungshöhe vom Generator. Also es sind verschiedene Komponenten, die wir dann praktisch genauestens messen und kontrollieren, ob alles richtig läuft. Insgesamt 3 Tage sind pro Test und Gondel eingeplant. Gearbeitet wird an 6 Tagen in der Woche. Es soll nicht wieder vorkommen, dass Gondeln, die schon auf See installiert waren, ausgetauscht werden müssen. Das war 2010 im Windpark Alfa Ventus der Fall. Es ist so, dass in 2 Anlagen eine Erwärmung eines Lagers gemeldet worden ist und aufgrund der ungewöhnlichen Temperaturentwicklung dann präventiv gleich 6 Gondeln getauscht wurden, um DOTI als Kunden so auch die Möglichkeit zu geben, möglichst schnell die Gondeln wieder in Betrieb zu nehmen. Getestet werden die Gondeln zusammen mit dem Turmstück, in dem große Teile der Elektrik stecken. Während des Lastlaufes achten wir zum Beispiel auf die Temperaturen im Umrichter, die Kühlwassertemperaturen, Transformatortemperaturen, Ströme, Spannung. Das ist so das Hauptaugenmerk während der Tests. Wenn Turm und Gondel in Ordnung sind, geht es raus auf See. Dort müssen die Einzelteile nur noch zusammengesteckt werden. Lange und aufwendige Testphasen fallen nicht mehr an. Die Anlage kann sofort Strom produzieren.